Im Jahr 2022 musste der BVB viel weinen. Eigentlich sollte nach der verbockten Saison 2021 alles besser werden. Nach der Saison 2021 sind beim BVB zwei sehr wichtige Leute gegangen. Einmal der Topstar Erling Haaland und einmal Michael Sorg. Allerdings konnte der BVB auch mit diesen beiden den Anspruch auf den zweiten Platz nicht erfüllen. Die Saison 2022-23 startete für den BVB gut. Sie konnten Niklas Süle, Kerim Adeyemi, Nico Schlotterbeck, Sebastian Haller oder Modest holen. Dazu kam auch noch die Verpflichtung von Edin Terzic als Trainer, mit dem wieder alle Hoffnungen offen waren, denn er hatte schon den DFB-Pokal mit Dortmund geholt. Doch dann kamen die nächsten Nackenschläge. Erst führen sie 2:0 gegen Werder Bremen, dann verlieren sie am Ende 3:2. Und dann wurde es schlimmer und schlimmer. Die Verletzung von Marco Reus im Derby.